Wenn ich das jetzt nicht schaffe hier, dürft ihr euch eine Strafe für mich überlegen in den Kommentaren. Ich will den richtig machen. Sagen, dass du nicht in ihrer Liga spielst, wenn du hinfällst und niemand dir die Hand reicht, wenn du den allergrößten Feind in deinem Spiegel siehst, ist deine Zeit gekommen, das hier ist deine Chance. Hallo Leute und willkommen bei Michael Smolik. Schön, dass ihr mal wieder mit am Start seid. Ist halt ganz schön, aber es ist gar nicht schlimm, denn heute haben wir ein actionreiches Video mit am Start. Ich befinde mich gerade in Griechenland, überall wo ein Boxer ist. Da wird dieser auch zerstört. Und deswegen werde ich mal wieder mein ganzes Geld ausgeben, um den Boxautomat zu zerstören. Heute werden wir verschiedene Techniken ausprobieren. Jab, Punch, 360 und so weiter. Und gucken wir mal, welche Technik am effektivsten ist. Der erste ist erstmal ein Test, wie der Boxautomat eingestellt ist. Jetzt haben wir den Highscore. 999? Ja, knacken wir heute, oder? Das ist ein kleiner Testschlag gewesen. 924, der war nicht mehr stark. Okay, wir fangen an mit einem Jab. Ja, der erste. Wow! Was war das denn? 829 mit dem Jab. Ich hab dich nicht getroffen. Ah, der war schlecht. Da hab ich noch nicht richtig getroffen. 922. Ja, der geht aber sehr gut über 900. 896. Jetzt packen wir mal den Kicks aus. Boah, ich glaube, der war gut. Was? 465 nur. Er war viel stärker. Okay, wir machen ihn mal mit der Drehung. Sechs und neun. Musst du nochmal machen. Der war es gut. Ich hatte das Gefühl, er hat mich besser getroffen. Nein, anscheinend nicht. Tu mal kurz selber, was du gerade gesagt hast, selber nachdenken. Okay, egal. Nächste, wir machen den Ellenbogen, habe ich ihn vergessen. Wow. 932. Dann haben wir noch Sidekick. Der wird schwach, glaube ich. Ich habe immer das Gefühl, der zählt zu schnell und dann geht der bis, hat der 500. 509. Das ist ein Quatsch. Dann packen wir mal einen schweren Schutz aus, jetzt kommt Backkick. Backkick wird auch nicht so stark. Alle Kicks, die irgendwie so frontal gehen, habe ich das Gefühl, die sind komplett schwach. Machen wir mal. Oh, wow. Abgerutscht. Da muss ich mal überlegen. 95. Da muss ich mal überlegen, der Backkick ist ja der stärkste Kick, den ich habe. Ich habe mal auf so einem Schlagpolster so 900 Kilo geschafft. Also fast eine Tonne. Hier geht gar nichts. Aber für alle da draußen, die meinen, dass ein Boxautomat die Schlagkraft misst, ist kompletter Quatsch. Es misst ja nicht den Schlagaufprall hier an sich, sondern es hat ja noch einen Weg nach hinten. Also jeder, der irgendwie meint, jeder, der 1000 schafft, ist stark, wage ich zu bezweifeln. Immer fährst du den Schlag. Der wird schwer zu treffen. Er war sehr stark. Alter! 965! Boah, den habe ich echt getroffen, Alter. Oh Gott, war der schlecht. Der ist abgerutscht. Einer auf den. So, ich hab gegeben. Jetzt kommen wir zu den Highscore. Kandidaten. Erster Highscore-Kandidat ist der Haken. Meiner Meinung nach einer der beliebtesten Schläge an dem Boxautomaten, den werde ich jetzt machen. Den ja so gut wie jeder macht. Also wenn man Highscore schafft, dann eigentlich mit dem Haken.
Next, 360. Wow, das war der stärkste Step. 89. Und jetzt kommt der Kick, der meiner Meinung nach am stärksten bei dem Boxautomat ist. Da habe ich so eine, ich würde mal sagen, eigene Technik entwickelt. Ich laufe so einen Halbkreis, laufe an und dann kommt der Round Kick. Was? Scheint meine Technik nicht zu funktionieren oder was? Hört ihr den Knall? Kann ich sagen, dass er so schwach ist? Wow! Ich habe jetzt noch genau 3. Machen wir noch 1 für 60, ein Haken und nochmal ein Rock. Hier machen wir einmal einen Haken. Alter. Sowas nervt man. Da will ich hunderte von Euro reinwerfen, dass ich den in die Rekord schaffe. Hier ist 360. Ich habe das Gefühl, 360 in dem Chef. Ja, das ist definitiv der stärkste. Hab ich noch klein jetzt? 3 machen wir noch. Okay, das sind jetzt die letzten 3. Mehr habe ich nämlich nicht. Ich will den richtig machen. Was? Okay, das ist. Wenn ich das jetzt nicht schaffe hier, dürft ihr euch eine Strafe für mich überlegen in den Kommentaren. Aber eine normale Strafe, ich ziehe mich jetzt nicht nach draußen auf die Straße oder so ein Scheiß, ne? Dann in den Kommentaren. Unter Druck, aber das muss man messen. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich glaube, es war sehr unterhaltsam und sehr interessant, auch mal alle verschiedenen Techniken zu sehen an dem Boxautomat. Und das zum Schluss, das war jetzt das Highlight meines Tages, und zwar 99 mit einem 360. Hätte ich nicht gedacht, dass dieser der stärkste Kick ist an dem Boxautomat, aber es ist so. Leider keine Strafe diesmal für mich, aber sonst kann ich öfters machen Challenges, wenn ihr Bock drauf habt. Ich werde auf diesem Kanal jetzt eigentlich nur noch Challenges, Street-Videos und meine eigene Karriere machen, MMA und alle Kämpfe und so weiter. Es wird einen zweiten Kanal geben, wo ich Tutorials, Sport, Training mache. Und einen dritten, wo es Workouts geben wird. Deswegen vielen, vielen Dank für euren Support. Aktiviert die Glocke. Danke, dass ihr wieder mit am Start wart. Das ist euer Michael Smolik.